Wir sind diesmal gefangen bei Oma. Ja, wir wollten nichts mehr essen und die meinte, nö, da kommst du auch nicht mehr raus. Ich glaube, das sind die ganzen alten Kleiderschränke von Oma. Warum hat Oma ein Gefängnis? Hey Leute, was geht? Keine Beispiele mehr zu Games und Leute, willkommen zu einem neuen Fortnite Gameplay. Wir sind diesmal gefangen bei Oma. Ja, wir wollten nichts mehr essen und die meinte, nö, da kommst du auch nicht mehr raus. Na, also wenn du keine Kekse mehr essen willst, dann kommst du hier auch nicht mehr raus. Leute, wir haben ja schon mal bei Roblox Escape Grandma's House gespielt und jetzt wird es Zeit, hier bei Fortnite mal bei Grandma zu entkommen. Escape Grandma's House ist das. Der Code ist unten kopiert in der Videobeschreibung, falls ihr das mal selber zocken wollt. Okay. Also hier komme ich safe nicht raus. Ich muss da hinten hin und ja, okay. Weiß auch schon wie. Also wenn ich da jetzt drauf kann. Zack. Ja, sieht gut aus. Zack. Auch, ich spiele wieder mit Controller. Also da komme ich irgendwie ein bisschen besser klar momentan. Nicht nur momentan, sondern ich glaube auch in Zukunft. Okay, das ist Nummer 1 gewesen. Dann machen wir mal weiter. Okay. Also der Block passt hier irgendwie... Also das passt hier gar nicht hin. Und warum ist das so... Irgendwie kann ich da durchgucken. Ah, guck, hier auch. Warte. Ich check erstmal, ob hier irgendwas ist. Hier eine unsichtbare Tür oder so. Scheint nicht der Fall zu sein. Ich glaube, das sind die ganzen alten Kleiderschränke von Oma. Okay, ich versuche jetzt erstmal hier drauf zu kommen. Kann ich mich dann... Irgendwie hier... Nee, dann kommen wir da lang. Wie sieht es hier aus? Okay. Ja. Ich wusste es doch. Okay. Gut. Gar nicht so schlecht gemacht. Schauen wir uns das nächste an. Okay. War klar. Wähle nicht die falsche Tür in Omas. Ja, Falle. Leute, und wir spielen ja hier nur den Kreativmodus, ne, damit das klar ist. Ne, wir bleiben. Ja, auch. Ja, wow. Okay, das ist eine Impulsgranate. Ich werde die wahrscheinlich... Ja, warte. Mal hier die Falle auslösen. Ach ja, das schöne Fallenspiel. Aber zumindest haben wir jetzt die Tür entdeckt. Gucken, wie es danach weitergeht. Okay, also es war einmal hier. Check. Und einmal hier. Okay, dann schnappen wir uns die Impulsgranate. Warte, wenn hier eins ist, dann kommt doch bestimmt doch nachgejoint. Warte, ich warte nochmal. Dann schnappe ich mir lieber zwei direkt. Weil bei meinem Versuch mit Impulsgranaten, da tue ich mich sowieso immer schwer. Na los, komm schon! Spawnt die nicht, solange ich hier bin, oder was? Okay. Ja, das ist doch... Okay, warte. Egal, ich schnapp mir jetzt erstmal das eine Ding. Kann doch nicht sein, dass ich hier an der Falle so lange brauche. Okay, ich schnapp mir jetzt einfach... Erstmal die Impulsgranate. So. Ah, okay. Nein! Ach. Ich wusste es! Okay. Machen wir uns nochmal eine Impulsgranate. Das kriegen wir nicht hin. Okay. Versuchen wir es jetzt nochmal. Ich hasse diese Impulsgranaten. Ehrlich, ich hasse sie. Okay, jetzt habe ich mir mal zwei Granaten geschnappt. Oh, nein, jetzt habe ich die eine hier... Oh. Ach Mensch!
Okay, so, besser. Ich habe das Gefühl, wir müssen durch die Tür da kommen. Nach da oben. Oder? Nein, ich versuche mal hier durch die Tür zu kommen. Okay, geöffnet. Okay, ich glaube, da muss ich mir hier mein Death holen, um damit dann wieder durchspringen zu können. Würde ich jetzt mal behaupten. Gucken wir es mal. Okay. Schließen. Geht es jetzt hier weiter? Geht doch niemals da weiter. Warte mal, ich habe das Gefühl. Ich werde mal nicht da lang gehen. Ich gehe mal hier lang. Ich verstehe nicht, warum das hier so noch auf ist. Versuch mal da rein zu jumpen. Es stand auch in der Beschreibung schon, dass das hier auch eine Art Labyrinth irgendwie ist. Deswegen gehe ich mal nicht diesen Weg lang. Ich habe das Gefühl. Versuch mal hier jetzt einen Weg zu finden. Ne? Okay. Hier geht es bisher noch nicht weiter. Hier aus. See Ingress. Okay, hier ist eine Treppe. Ah, wusste ich's doch. Ja, hier ist ein Checkpoint. Okay, oh, hier ist alles upside down. Kann ich das sehen? Zum Beispiel hier die Lichter. Aber. Okay, was war das? Ah, okay. Okay. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Nur weil ich keine Kekse essen will bei Oma. Ja gut, wer kennt es halt nicht, wenn man bei Opa nichts, bei Oma nichts essen möchte. Okay. Sind wir jetzt schon draußen? Was sind diese Holzlamas hier? Was ist hier drinne? Oma hat einen eigenen Laden? Warte, ich check erstmal hier diese Arena oder diesen Bauernhof hier. Irgendwie sieht das schon ein bisschen komisch aus. Na guck, da geht's weiter. Aber wie komme ich nach da oben hin? Kann ich über... Nee, ich muss doch irgendwo... Oder ist da vorne ein Katapult? Nee, ist es auch nicht. Oh, okay. Impulsgranaten. Auch wieder mit Impulsgranaten? Och nö. Okay, das ging aber. Dann sind wir hier oben wieder. Okay. Auch hier lang. Ist immer langsam Zeit für einen Checkpoint. She hears you. Okay. Das Gefühl, ich muss hier lang. Ja. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Oh, bitte. Bitte. Wo bin ich? Oh ne, jetzt bin ich nur... Hä? Okay. Okay, hier wird eben Musik abgespielt, glaube ich. Ich habe jetzt leider keinen Kopfhörer auf, deswegen habe ich keine Ahnung.
ganz okay. Warum hat Oma ein Gefängnis? Sind hier überall Türen? Warte. Okay. Hier ist eine Falle. In Ordnung. Hier ist auch eine Falle. Da komme ich auch nicht lang. Da auch nicht. Oder sind das einzelne Türen, wo ich jetzt durch muss? Doch, da komme ich natürlich lang. Ich versuch's mal. Ich muss hier aufs Bett. Zack. Okay. Hier geht's nicht weiter. Jetzt ist die Frage natürlich, wie ich jetzt hier wieder hochkomme. Komme ich hier irgendwie wieder hoch? Hier durch. Nein. Dann spawnen wir mal. Respawn. Sorry. Ja, ist auch ein Rätsel, ne? Also ist nicht nur ein Death Run. Okay, wir müssen nochmal hier lang anscheinend. Das da hätten wir vielleicht da hinten vielleicht ein. Ach so, deswegen Shihirsu, weil wir jetzt hier Geräusche machen. Ja, gut, okay. Hier. Ach so. Ja, war klar, dass ich jetzt... Oh, ich bin so blöd. Ich war schon da richtig. Ja, gut, mein Fehler. Mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler. Okay, also. Das war jetzt nochmal hier lang. Ich versuch mal die andere. Ich versuch mal die andere Richtung. Müssen wir hier ein bisschen rumprobieren, habe ich das Gefühl. Okay, da auf jeden Fall nicht. Die eine Tür, die war ein bisschen komisch. Die war an der Seite. Wir sehen hier. Ja, wow. Jetzt komme ich hier nicht durch. Oh. Versuchen wir nochmal die andere Tür. Ich bleib nochmal auf dieser Seite. Hier war nichts. Ich glaube, da waren wir da rausgekommen, deswegen versuche ich es mal hier. Was hier hinten ist. Ja, natürlich. Eine Falle. Okay, ich lass mich aber von der... Nein, komm, ich mach Respawn. Ich lass mich nicht von der Falle erwischen. Nee, ist mir egal. Lass mich nicht von der Falle erwischen. Nö. Bisher läuft es eigentlich gar nicht so schlecht. Da sind wir gut durchgekommen bei diesem Rätsel. Das dauert halt jetzt, glaube ich, ein bisschen. Anders sehe ich halt keine Möglichkeit, das zu schaffen. Deswegen bleiben wir jetzt mal auf dieser Seite. So, das hatten wir. Das haben wir. Hier ist eine Falle. Das hatten wir, denn da kommen wir da raus. So, warum ist... Ach nee, da, das hatten wir. Okay, das hatten wir dann noch nicht. So, jetzt hier nochmal. Also hinter diesen Türen verbirgt sich... Okay. Komme ich da weiter? Ich kann es ja mal versuchen. Okay, alles klar. Dann erwisch mich ruhig. Ist okay. Wir sollten die Tür offen lassen, da wo wir schon waren. Wir machen jetzt nochmal weiter hier die rechte Seite. Okay, also da waren wir. Da waren wir. Ich glaube, hier waren wir halt noch nicht.
Na gut. Okay, auch hier war es falsch. Ja, war klar. Also ich wollte nur gucken, ob irgendwo halt vielleicht, ne, wir getrollt werden von Oma. Aber anscheinend ist das nicht der Fall. Ich versuche nochmal hier auf der rechten Seite. Okay, das war falsch. Das war anscheinend auch falsch. Das auch. Das auch. Und hier auch. Okay, das heißt, wir müssen jetzt rüber. Jetzt schaffe ich es ja. Okay, war da eine Falle? Nein. Sollen wir es mal hier versuchen? Weil der Jump sieht hier auch ein bisschen schwierig aus. Vielleicht geht es ja hier weiter. Okay, wir müssen jetzt hier durch den Dropper. Okay. Ich muss hier ein bisschen vorsichtig sein mit den Fallen. Nicht, dass ich irgendwo erwischt werde. Weil der Jump, der war schon gar nicht so einfach. Okay. Oh, jetzt sind wir aber, glaube ich, raus. Yay! Wir sind, glaube ich, raus, Leute, aus Grandmas Haus. GG, ja, wir haben es geschafft. Super, Leute, wir sind aus Grandmas Haus entkommen. Man muss natürlich vorsichtig sein, weil es hier die eine oder andere Falle gibt. Beim Eimer haben wir richtig entschieden, da gar nicht den Weg zu gehen, sondern mal da durchzugehen. GG, wir sind aus Grandmas Haus entkommen. Na? Es gibt auch Grandma 2, vielleicht machen wir das auch nochmal, aber Grandma 1 hat mir jetzt erstmal gereicht. Leute, was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare, und wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefällt, Daumen nach unten, überhaupt gar kein Problem. Abonniert gerne unseren Kanal kostenlos, falls ihr Roblox, Minecraft oder hier Fortnite kreativ ein bisschen sehen möchtet. Ne, das machen wir, werde ich höchstwahrscheinlich Samstag, Sonntags immer ein bisschen machen. Ne? Aber das war, fand ich gar nicht so schlecht. Was sagt ihr? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gerne weitere Videos abchecken oder Instagram-Kanal-XY und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!